So, einmal an dem Tee genippt. Komm, wir trinken den gleich mal. Heiß. Wunderbar. Ich habe jetzt noch ein bisschen, könnte ich sogar noch mitnehmen. Gewichtstechnisch vielleicht noch. Ach, ich habe eigentlich genug zu essen dabei. Denn ich habe mir überlegt, das getrocknete Leder kann ich noch ablegen. Das ist nochmal ein halbes Kilo. Vielleicht dafür noch irgendwie eine Limo oder irgendwas. Oder ein paar Cracker. Fünfmal Stoff sollte ich immer dabei haben. Ihr wisst warum. Höhle bauen. Nee, das ist okay so. Ja. Passt. Ich würde nämlich, nachdem ich bei der Höhle war, hier hoch und dann direkt zur Absturzstelle. Ah, okay, hier können wir sogar nochmal einen Zwischenstopp machen, das ist sehr gut. Und da sollte ich auf jeden Fall mir ein bisschen Kaffee mitnehmen. Weil wir wahrscheinlich klettern werden müssen. Und die können wir uns auch schon mal reinhauen. Verlieren wir ein bisschen Geruchsattraktivität für die Raubtiere. Und wir sparen uns ein bisschen Gewicht. Das sind nämlich auch nochmal 2 Kilo. Okay, dann mal los. Sasquatch. Die am längsten brennende Palette der Welt. Wie muss ich denn laufen? Okay, einfach hier direkt ins Unterholz. Es wird bestimmt irgendwie ein NPC sein, irgendwie so ein Waldläufer oder irgendwas, der sich mit Pelzen zugehangen hat. So Jeremiah war das, ne? War das Jeremiah? Aus der zweiten Episode, der Jäger. Sowas in der Art. Direkt mal nachladen. Bin fast ein bisschen zu weit westlich. Trotz Wärmebonus ist es kalt. Naja. Ups. Sechzehn Kugeln habe ich. Gleich da. Da ist schon mal eine Leiche. Jetzt wirklich wachsam sein bis in die Haarspitzen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Häschen. Stöcker nehmen wir mal mit. Ah, Volltreffer. Ja, komm, nehme ich mal mit. Ach, was? Oh Mann. Schwein gehabt. Dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Okay, ich sehe bloß einen Kadaver. Erstmal in die Höhle rein. Kommt da irgendwas aus der Ecke gesprungen?
Ja, sah ich doch. So eine Art Trapper, wa? Lebt der? Der ist tot. Wolfspelzmantel. Ja, das hatte jemand wie Rotschuhe, hat es, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, dass ich hier ein, also nicht hier, aber dass ich noch einen Wolfspelzmantel finde. Der war wahrscheinlich damit gemeint. Können wir direkt weiter. Den lege ich auch gleich mal an. Vier, vier. Ja, der ist sogar besser. Komm, anziehen. Und den tauschen wir mal aus. Wir müssen sowieso beides mitnehmen. Kann ich auch das Bessere anziehen. So, das nehmen wir alles mit. Das ist ein normales Buch. Oh, ich bin ein Trottel. Wieder, schon wieder. Das ist das dritte Mal. Egal. Kannst dich ändern. Drei Kugeln schon vergeudet. Einfach, weil ich nicht richtig... Ich sollte den wirklich stecken lassen, wenn ich ihn nicht wirklich brauche. Wenn ich irgendwas durchsuchen will und nicht richtig drauf bin und das Durchsuchen angezeigt wird, dann... und ich einen Linksklick mache, dann geht die Knarre natürlich los. Logisch. So, will ich mir den jetzt noch abernten, ist die Frage. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich ziehe weiter. Weiter. Mission erfüllt hierhin. Vielleicht schaffen wir es sogar heute bis zur Absturzstelle. Oh, 34 Kilo. Ich leg die mal ab. Immerhin 2 Kilo. Wir haben heute noch eine kleine Reise vor uns. Ich will mir nicht irgendwie einen Knöchel verstauchen. Das Wetter macht zumindest schon mal mit. Das ist ja auch was. Oh fuck. Krass, okay. Das ist schon mal passiert. Am besten zur Straße eigentlich, ne? Wir können auch hier direkt durchlaufen. Wo muss ich hin da? Komm, wir laufen hier mal direkt durch. Ich werde ein Feuer machen müssen. Ja, okay, ich hätte die Hölzer nicht ablegen sollen. Vielleicht mache ich auch einfach im Bauernhaus nochmal ein bisschen Halt, um mich warm zu machen. So oder so, sammle ich jetzt mal ein paar Stöcker noch auf. Jeder Stock bringt ein bisschen extra Grad. Also verlängert ja nicht nur die Dauer des Feuers, sondern erhöht auch die Temperatur, mit der das Feuer brennt und dementsprechend auch die Geschwindigkeit, in der wir, wenn wir am Feuer sitzen, unsere Körpertemperatur wieder hochkriegen bzw. uns aufwärmen können. Die Körpertemperatur bleibt ja mal gleich. Aufgepasst, Bio. Müsste eigentlich gefroren sein, der Fluss. Da hinten ist der Radioturm.
werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Mal sehen, was sie sich da ausgedacht haben, storymäßig. So. Wir haben das fast aufgebraucht. Ich habe natürlich jetzt auch die Bücher mitgenommen, um ein bisschen einfacher Feuer machen zu können. Wenn wir ihn brauchen, ist er zumindest vollgeladen. Okay. Mir fällt gerade ein, ich glaube, es war ein Fehler, die dünnen Streichhölzer mitzunehmen. Weil die aus den Schachteln haben, glaube ich, 5% mehr Firestarting-Chance. Wollen wir uns mal nicht im Detail verlieren. Also wir erinnern uns, ich habe auf dem Weg zum Wegekreuz hatte ich ja die Gefängniswächterleiche entdeckt und da haben wir die Mission bekommen, die Umgebung hier nochmal so ein bisschen zu durchkämmen, was ich dann nicht gemacht habe, weil ich einfach zu schlecht ausgerüstet war. Ich hatte keine Wärme mehr. Zustand hatte ich auch schon verloren durch den Wolfsangriff. Gespannt, was ich jetzt hier finde. Ja, da wird da irgendwie bei den Scheunen was sein. Garantiert. Ja, okay, die paar Meter hätte ich da aber auch noch gehen können, wa? Egal. Da liegt schon was. Also als ich da vorbeigekommen bin. Gut, hätte ich das gewusst, dass der gleich da drin liegt. Naja, gut. Der hat wahrscheinlich jetzt irgendwas richtig Geiles dabei, was mir am Anfang richtig geholfen hätte. Recycelte Dose brauche ich nicht. Ah, Revolverpatrone. Blutverspritzte Notiz eines Straftäters. Eine. Lesen. Dieses Papier trieft schon von meinem Blut. Ich bin als einziger übrig. Diese Feiglinge. Irgendwas hat mich gebissen. War ein Fehler, Matthias zu folgen. Kein Anführer. Ihm ist nicht zu trauen. Nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Okay, können wir mitnehmen. Nach weiteren Hinweisen auf den entflohenen Straftätern. Okay, es geht noch weiter. Ich guck gleich auf die Karte. Ich nehme die mal ganz kurz hier und hau die ins Feuer. Ich mache mir sofort ein Feuer, um mich hier ein bisschen aufzuwärmen. So. Wir nehmen ein Buch, Zunderbündel. Brandbeschleuniger nehme ich jetzt mal nicht. 90% müssten eigentlich ausreichen. Ich gucke gleich auf die Karte. Ich mache bloß, dass ich schon mal meine Körpertemperatur wieder hochgeht. Und wir dann schnell weiterkommen. Ich will nämlich keinen Zustand verlieren. So. Ich hau hier gleich komplett die ganze Kohle rein, die will ich nicht mitschleppen. 20 Grad plus, das geht jetzt natürlich ab wie die Luzi. Jetzt mal was trinken. Ein Liter Wasser hatte ich auch noch gefunden. Da sind wir fast wieder bei 30. Okay. Wo müsste ich denn als nächstes hin? Da geht's weiter. Ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal weiter. Skitas Abhang. Das müsste ich eigentlich von hier in einer Tour schaffen. Das stimmt, das war dieses verschollene Kirchenartefakt. Da hatten wir auch noch einen Hinweis bekommen. Ihr seht's unten links, ich bin fast schon wieder voll mit der Wärme. Kurz noch ein Minütchen hier stehen bleiben. Ich könnte mir schnell einen Kaffee machen. Das macht Sinn. Den werde ich nämlich brauchen.
verschwenden. Ich mach mal schnell schon mal zweimal Kaffee. Also spätestens bei Skeeters Abhang werde ich ihn brauchen. Kostet natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Wasser, aber das ist jetzt nicht so wild. 3,8 Minuten. Okay, Temperatur ist voll. Ich kann dann auch gleich weiter. Kurz noch auf den Kaffee warten. Also den trinke ich nicht, sondern ich gehe davon aus, dass ich hier bei Skeeters Abhang klettern werden muss. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das können wir dann auch gleich mit einsacken. Ich marschiere jetzt hier über die Felder, direkt zur Hütte. Sieht gut aus. Ich glaube, wir schaffen es tatsächlich sogar bis zum Wrack. Ich habe jetzt mir viel Zeit genommen, ne, um mich ein bisschen zu equippen, mich auszurüsten. Da liegt übrigens noch eine Patrone. Fast übersehen. Aber dafür komme ich jetzt auch voran. Nehmen wir mit. Recycled-Dose aufheben. Und nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Dann nehme ich mir noch schnell hier eine Fackel. Die spendet nämlich auch ein bisschen Wärme und weiter geht's. Sehr gut. Haben wir auch gleich einen Durchgang. Da hinten brennt was, ne? Ah, das ist die Abschutzstelle, alles klar. Der Timberwolf Mountain. Oder es müsste leer sein. Ja, das ist die Absturzstelle, krass. Ach, ich bin auch schon wieder. Ich bin irgendwie mitten im The Long Dark Fieber wieder. Jetzt wird es draußen auch ein bisschen knackig, weiß ich nicht. Das unterstützt dann irgendwie nochmal die Spielatmosphäre, wenn es in der echten Welt auch langsam wieder Winter wird. Also wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich habe immer Herbst und Winter am liebsten The Long Dark gespielt. Ich gucke mal, ob ich hier bei den Heulbeinen noch was finde. Ah, der Insulinkranke, der wird natürlich schon mittlerweile... Wobei, es ist ja gar nicht, es ist ein Ingame-Tag, ist glaube ich verreckt, ich weiß gar nicht. Vergangen. Ich weiß gar nicht, wie lange man als Insulinkranke eigentlich auskommt. Wahrscheinlich nicht so lange. Weil es gibt, glaube ich, zwei Arten von Insulinerkrankungen. Einmal, wo der Körper selber kein Insulin bilden kann. Das andere weiß ich gar nicht. Und die Musik ist auch wieder... Diese Gitarrenmusik, ey. Long Dark. Nice. Speichervorgang.
Wir sind gleich da. Ich muss auf jeden Fall was ablegen, wenn ich klettern will. Überbeladen sollte man nicht klettern. Komm mal gleich zu. Ich habe auch genug zu essen dabei. Mal schauen, ob wir zum Timberwolf Mountain geschickt werden in dieser Story-Episode oder ob sich hier alles auf dieser Karte abspielt. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mal im Endlosspiel zu gucken, ob diese Kartenanpassungen auch für die Endloskarten gelten. Also dieses Wegekreuz, dass jetzt da so eine größere Stadt ist und so weiter. Okay, wir sind gleich da. Ja, ich höre schon wieder Krähen. Wir haben sehr viel Glück jetzt gerade gehabt. Keine Wölfe, gar nichts. Da hinten liegt eine Leiche. Ich gehe mal ganz kurz hin. Vielleicht hat die nur eine Notiz oder irgendeinen Story-Hinweis. Die Zeit nehme ich mir mal. Das sieht aus wie eine Leiche von hier. Vielleicht ist es auch ein Kadaver. Ein paar Ohrenschützer, würde ich auch nicht nein zu sagen. Ne, gar nichts dabei. Okay. Jetzt wäre der Energy Drink natürlich gar nicht schlecht gewesen beim Klettern. Muss irgendwo eine Hütte sein. Da. Da sind wir. Die Absturzstelle ist da oben. Es war goldrichtig auf jeden Fall, dass ich an den Kaffee gedacht habe. Das wäre jetzt sonst doch ein kleines Problem geworden. Okay, dann schauen wir erstmal nach dem Kirchenartefakt. Wir sind gleich da, keine Angst. Ich hätte mir vorhin am Feuer auch noch einen Tee machen können, ist egal. Kann man gleich nochmal korrigieren. Wir sind gleich da, Astrid, komm. Kannst dich gleich noch ein bisschen aufwärmen. Dann muss ich erstmal kurz ein bisschen nochmal versuchen auszusortieren. 2-3 Kilo müsste ich jetzt noch einsparen. Vielleicht lasse ich die eine Jacke doch hier. Oh ja, okay. Brennholz nehmen wir mit. Ich suche die Hütte. Ich sammle erstmal alles auf. Lokale Legenden. Geisterhirsch. Ein Buch mit Details zu einem geisterhaften Wesen, das auf einer lokalen Farm hausen soll. Text lesen. Die von hartem Wintern und der Isolation gebeutelten Bewohner des idyllischen Tals suchten oft in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, nach einem legendären Hirschausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern eine besondere Erkenntnis verleihen sollte. Natürlich nur demjenigen, dem es gelang, diese wilde Kreatur zu finden. Ob das rätselhafte Tier selbst oder das friedliche Ausschauhalten nach ihm diese Erkenntnis hervorrief, ist nicht eindeutig überliefert. Und das klingt doch nach einer neuen Mission. Genau. Erstmal alles auf, da gibt es noch ein bisschen Wasser. Noch ein Buch. Arbeitsstiefel. Patronen, sehr gut. Also mit Munition werden wir hier wirklich zugebombt. Ze-
Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsbericht über das gestohlene Kirchenartefakt. Laut Pater Thomas, dem örtlichen Pfarrer, wurde das aus einer Kirche in Thompsons Wegekreuz gestohlene Artefakt vor Jahrzehnten von einem prominenten lokalen Landbesitzer an die Gemeinde gestiftet. Sein finanzieller Wert ist zwar beträchtlich, aber gerade für die Mitglieder unserer Kirche hat es auch eine hohe spirituelle Bedeutung, sagt er. Okay. Aber das war ja eigentlich jetzt gar kein Hinweis, oder? Nicht zugestellter Brief, ein Stück altes Papier. Liebe Cindy, was nun, mein Schatz? Kein Bargeld und auch nichts in Aussicht. Ich musste etwas unternehmen, alle sind weg. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber so oder so tut es mir leid. Das Ding ist oben im Abhang, im leeren Keller. Vielleicht können wir es ja gegen einen Weg hier raus eintauschen. Okay, das klingt doch schon relativ eindeutig. Genau. Oh ja, den Energy Drink können wir gebrauchen. Werden wir gleich mal ausprobieren. Es klingt, als hätte hier jemand dieses Kirchenartefakt gestohlen. Ja, wir haben es gehört, um hier irgendwie sich einen Ausweg hier aus dieser ganzen Scheiße zu finanzieren. Okay. 40 Kilo. Och, Leute. Alle Bücher. Alle Bücher müssen weg. Das muss weg. Ach komm, ich muss jetzt die Stöcke auch ablegen. Ach so. Da liegt übrigens noch eine Patrone, sehe ich gerade. Fackel kann weg. Das brauche ich. Einmal Verband können wir ablegen. Tja, die Stiefel können auch hier bleiben. Dann wird es schon eng. Ein bisschen was könnte ich noch verkonsumieren. Dreimal Stoff kann ich noch ablegen. Das war es aber auch schon. Mehr würde ich eigentlich ungern zurücklassen. Okay. Ich hau mir jetzt mal den Energy Drink rein und wage einfach mal den Aufstieg. Solange das Wetter noch gut ist. Könnten wir auch den Kaffee reinpfeifen. Ich versuche mal erstmal den Kaffee. Das Seil müsste hier irgendwo. Haben sie das Seil entfernt? Das sieht fast so aus, ne? War das nicht direkt hier? Oh oh. Ich bin der Meinung, das Seil war hier immer direkt hinter dem Haus. Werden wir wohl einen anderen Weg finden müssen. Ja. Wir werden irgendwie anders hier hoch müssen. Patronen vergessen, ne? Egal. Ich hab gerade noch gesagt, dass da zwei Patronen auf dem Boden lagen. Okay. Gut. Ja, auf dem Weg zur Absturzstelle mache ich das nächste Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.